Hast du das Ziel, auch wenn du es verlierst? Das ist nicht gut gegen deutschen Bund. Ja, habe ich eine kleine Lust. Ja, den gleichen Petri wie du. Da musst du jetzt ein klares Führungstor setzen. Er ist ein ekelhafter, Digga. Werner. Muss Einwurf geben. Schön diesen Pass abgefangen. Schwacher Zweikampf. Das macht er gut. Und jetzt Suarez. Die Saints in der Offensive. Parade Alisson. Aber Gefahr noch nicht bereinigt. Cool. Ah, ärgerlich. Ballverlust. Doch schon so lange dabei. Suarez. Gut, dass er dazwischen geht. Das wäre gefährlich geworden. Das sieht durchaus vielversprechend. Jetzt ist der Platz da. So. Sie machen das Tor. Erstmal ein Verhältnis zwischen uns binden hier, mein Freund. Ja, du musst jetzt. Ich glaube, bei solchen Leuten, ich meine, du wirst es nicht immer hinkriegen, aber ich glaube, bei solchen Leuten musst du einfach so ein, zwei, klar, so zwei, drei klare Tore setzen. Da haben die auch keinen Bock mehr. Ja? Dann sehe ich, ach, dann suche ich immer einen anderen. Weil solche Leute, die so, vermute ich zumindest, die so von sich überzeugt sind und so ein krasses Team haben, denken sich dann auch, ja, dann suche ich mir lieber jemand anders, den ich dann easy besiegen kann. Ne? Ja, aber das wird er nicht machen. Ja. Ich sage ja auch, er hat auch schon einen Sieg. Ich sage ja, wenn du so zwei, drei Tore setzt und so klar machst, Bruder, bei mir schaffst du das nicht, meine ich so mäßig. Schätze ich viele solcher Leute ein, die so spielen, dass ich dann sagen, ja, dann suche ich mir jemand anderen, der ein leichteres Opfer ist. Ja? Ich habe nicht mal einem Tor gemeint, ich meine, wenn du klar mehrere Tore setzt. Ja, die Fans stehen wie ein Mann hinter ihrem Team, die spüren, es muss was passieren. Denke ich mir so. Machst du ja auch oft, dass du dann sagst, nee, das macht keinen Sinn, da gehe ich lieber woanders hin. Na? Jetzt kommt Robert Lewandowski. Der kam aber schnell. Ja, der ist ganz schön schnell aufgegangen wieder. Ja, könnte was werden. Könnte der Ausgleich werden. Er steht einfach immer richtig. Er ist auf deine Mannschaft gekommen, der Lewandowski. Deswegen haben die den auch so weiß. Siehst du, ich hab's richtig eingeschätzt. Er hat nach dem zweiten Tor direkt Pause gedrückt. Habe ich nicht gesagt, zwei, drei klare Tore und dann gehen die Leute und sagen sich, nee, da mache ich was anderes? Ja, guck. Ja, ich hab, siehst du, ich kann solche Leute richtig einschätzen inzwischen. Die sind so ein bisschen wie du. Wenn du zwei, drei klare Tore reinhaust, dann haben die keinen Bock und sagen sich, ich suche mir lieber ein anderes Opfer, wo ich kurz einen Easy Win holen kann. Aber ganz ehrlich, ich spiele mittlerweile echt gut, ne? Ja, und du spielst ja oft genauso, deswegen kann man die so einschätzen. Deswegen habe ich das gleich gesagt, wenn du das hinkriegst, so zwei, drei klare Tore in den nächsten Dings, im nächsten Checkpoint, wenn du bei denen schaffst, so zwei, drei klare Tore, du hast einen Win, ne? Du spielst ja oft auch so. Tore in Rückstand, egal, wie würdest du das aufholen? Ja, die könnten es theoretisch, wenn sie reinschwitzen würden, die meisten sind ja... Alter, warum haben wir uns nicht Mbappé geholt? Du meinst mit Lewandowski zusammen im Sturm? So richtig dumm einfach. Fuß und Frank Buschmann heißen auch heute wieder ihre Kommentatoren. Wir sind zu Gast bei einem. Aber die drei Paris. Oh mein Gott, ich hab ganz toll. Ey. Hast du aber gesehen, die drei. Gio Leiter heißt er außerdem, ne? Ne? Gio Leiter. Er hat was gesehen, die drei PSG Superstars haben gestern alle drei ein Tor geschossen, ne? In der Champions League? Alisson mit der Parade. Ne? Messi, Mbappé und Neymar Junior haben jeweils ein Tor geschossen gestern.
Die spielen aber auch voll krass zurzeit, finde ich. Ja, sollten sie eigentlich auch, wenn du überlegst, was das für ein Team ist. Ein ganz wichtiger Mann in dieser Partie wird auf jeden Fall Zinedine Zidane. Der kann am Ball natürlich alles. Das ist sensationell. Das merkst du auch daran, dass ein Thilo Kehrer extra vom PSG weggewechselt ist, mit einer Chance in der deutschen Mannschaft zu spielen. Einfach weil er per PSG nicht gut genug ist anscheinend und deswegen irgendwo sonst abgeschoben worden wäre. Ne? Aber dann trotzdem gestern mit seinem Team gegen Juventus gewonnen hat. Ne? In der Champions League. Da kommt er für Freistoß und kommt vielleicht sogar noch eine Karte. Jetzt von Ribéry. Den Ball abgewehrt und festgehalten. Klasse gemacht. Gabriel Jesus. Real kommt. Super von Courtois. Klasse gemacht. Da könnte sich bei ihm bedanken. Ja, Courtois ergibt bei Ihnen Sinn. Bisschen. Situation geht weiter, immer noch gefährlich. Na, ist die Frage, ob nur der Mbappé da halt falsch ist. Ich hab nicht bei denen geguckt. Der ist gar nicht falsch. Oder ist das eine Mischung aus Franzosen und Dings? Weil Rüdiger ist da auch drin. Das ist ein Ribéry auch, das ist ein Franzose und Mbappé ist auch ein Franzose. Ja, und da ist das auch ein ist Rüdiger. Halt... Und ein Zidane, ein Zidane ist da auch. Zidane ist da auch, guck, der läuft da doch. Ich glaube, es ist eine Mischung aus La Liga und Dings, ne? Also kann er aber machen. Wenn er Zidane ist, die Idee. Ist einfach die Nummer 99. Ribéry ist einfach Nummer 99 und Hazard ist einfach 69. Ey, Leon, 69. Unglaubliche Parade. Ne? 69. Ja. Ecke kommt in den 16er. Ja, das müssen sie eigentlich anders lösen. Das nennen wir Mbappé. Der ist einfach Nummer 7, das ist M7. Ribéry. Kommt nur dieser eher harmlose Schuss dabei rum, keine Probleme. Sie holen sich den Ballbesitz. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Vielleicht die Führung jetzt. Nein. MAP, Alisson ist da. Super gemacht, da greift er ein, ist zur Stelle. MAP war da. Der neue Torwart. Das ist ja auch ein komischer Flex. Du besitzt den besten MVP und setzt ihn einfach als Torwart ein. Du stellst ihn einfach mal als Torwart ein. Ja, genauso wie ich Rashford. Gut und fair das Tackling. Erling Haaland. Am Ball Werner. Real im Angriff. Richarlison. Noch ist die Lücke nicht da, aber vielleicht gelingt jetzt der Führungstreffer. Und jetzt der Schuss. Ole, 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 ole. Der fällt doch richtig schlecht rein. Ja. Aber ist das Tor, ist egal. Ja, ist ein Tor, aber er fällt da halt so richtig schlecht rein. Und jetzt voll im Fokus. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Vielversprechender Angriff, aber dann kommt doch noch einer dazwischen. Gute Balleroberung hier. Vielleicht der Ausgleich. Nein, jetzt kommt es 2-0, dann geht er. Safe. Werner. Guck, Liverpool auf YouTube. Jetzt ist gefährlich. Never miss a moment. Join now. Ecke kommt. Und die Ecke ist weg. Gabriel Jesus. Gibt's jetzt die Torchance. Blockt ab.
Lewandowski jetzt. Ribéry sehen wir da. Zinedine Zidane. Da lässt er den Gegner aussteigen. Ja, das hätte was werden können. Wenn es jetzt schnell geht, dann wird es gefährlich. Gabriel Jesus. Oh, war eigentlich zu den. Das ist faul. Und ebenso richtig, dann hier doch noch den Freistoß zu geben. Wir sind mal gespannt, den Schädel zu holen, finde ich gut. Etwas wie die letzte Warnung gewesen sein, Buschi. Sehe ich ganz genauso, Wolf. Beim Wahnsinnstor! Das ist ja unglaublich! Sie haben also den Ausgleich geschafft. 1-1. Die Nachspielzeit wird da angezeigt. Eine Minute gibt's da oben drauf. Digga, ich wäre so durch gewesen, ne? Aber das war eine Minute, du hast zu lange gebraucht. Guck mal, das zeigt dir mal den Hintern. Oh. Dann machen wir hier einfach einen Unentschieden, ganz einfach. Oder du schießt noch ein 2-1. 2-1, das ist mir egal. 1-1. 3-1. Oder ein 10-1. 1-1. Oder ein 10-9. Digga, wenn ich ein 10-1 gegen den machen würde, Digga. Nein, du bist auf euch geübt. Du wirst halt immer noch bedenken, das ist die Königsklasse, das ist Madrid gegen Madrid. Mit dem Unentschieden gehen wir rein in diese Partie, es geht los mit dem zweiten Durchgang. Der hat Popo! Popé! Der hat gerade Popo gegen Courtois hingewechselt! Hat er den Ball. Jetzt kommt Robert Lewandowski. Hä? Und jetzt haben sie die große Chance zur Führung aus 11 Metern. Das könnte eine entscheidende. Ja, natürlich. Glück im Unglück. Es gibt zwar den Elfer, aber keinen Platzverweis. Ja, da lässt der Schiedsrichter. Was für Glück im Unglück. Es steht 2-1. Dann auch noch den Strafstoß. Gut aufgepasst vom Torhüter. Den Ball hat er. Da steht Liverpool Kopf. Jetzt will er es mit allen aufnehmen, hat man das Gefühl, er zieht den Sprint an. Da hat dann doch eine ganze Menge gefehlt. Ja, das war kein guter. Aufs leere Tor! Das Tor. Ja, spiel weiter. Sorgt hier erstmal für klare Verhältnisse. Und mit dieser Führung im Rücken, da können sie jetzt ihr Spiel aufziehen. Nach diesem Treffer steht es nun 3-1. Und er geht am Gegenspieler vorbei. Chance für den Konter jetzt. Der Konter läuft. Kylian Mbappé-Lotin. Schön, dass du weißt, wie er heißt. Das interessiert aber keinen. Tolle Schusstechnik am Ende knapp. Hey, das ist schwach. Zuspiel kommt nicht an. Mbappé! Chance für Mbappé! Stark! Das war's mit der Chance. Naja, das ist natürlich dann doch harmlos. Er versucht es mit dem platzierten Ball. Ist aber nicht platziert. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Was für eine Aktion, kein Tor, aber es ist abseits. Fahne ist oben. Das war aus meiner Sicht die absolut richtige Entscheidung. Da lassen sie eine exzellente Chance ungenutzt. Was versucht er da? Muss da den Ball irgendwie rausbringen. Was macht er da? Warum? In Sachen Ballbesitz sind die Dons bislang in dieser Partie vorne. Und wenn du diese spielerische Überlegenheit so gut in Torgefahr umsetzen kannst, dann kommt ein überlegener Auftritt raus. Das ist die Führung.
Mbappé gibt den Ball her. Rashford. Klasse Parade, aber weiterhin gefährlich. Die Gefahr erstmal bereinigt. Aber die Parade davor, die war klasse. Und jetzt wissen Sie, bei wem Sie sich bedanken dürfen. Das muss es sein. Ja, das ist es auch, weil so einen dummen Faxen macht. Ein schöner Umrechtstor. Ja, die Sache ist, dann soll er aufhören, solche Faxen zu machen. Dann wäre es nicht passiert. Ne? Er hat es doch provoziert. Er will das doch gerade gefühlt verlieren. Ne? Da ist der Ball weg, Lewandowski. Jetzt können sie in Angriff starten. Vorne der Ball gewinnen. Alisson mit der Parade. Er holt sich vorne den Ball. Könnte jetzt was werden. Ja. Sie lassen den Platz für die Flanke. Den Ball kann er auch. Ich bin doch gerade so extra komisch. Cornet. Sie lassen sich Zeit im Aufbau. Aber dann können sie da doch nichts draus machen. Ball ist weg. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Den Ball hält er fest. Gute Aktion. Aber auch riskante Aktion. Ich war früher geschossen, dann. Das gibt Einwurf. Hat er halt ausgesehen, der Torwart. Und Ribéry. Wirklich, kannst du nicht einfach vernünftig spielen, Junge. Da trennt er ihn fair vorbei. Musst du jetzt einen Quatsch machen? Jetzt haben sie den Ball wieder. Klasse Aktion, Lewandowski. Nicht so einfach hier, er versucht den Heber. Oh, da haben sie natürlich Pech gehabt. Eigentlich genau richtig gemacht. Ganz clever, dieser Lupfer, aber dann fehlen Zentimeter. Tja, da hat er mal wohl übers Tor gelupft statt ins Tor. Richarlison. Könnte was werden. Ey, Digga, seine behinderten Tore, ne? Ja, generell spielt er die zweite Hälfte komplett behindert. Ja? Er spielt auch nur noch mit dir. Der meint doch, er hat das Safe gewonnen. Hat er leider auch, weil Zeit gleich vorbei ist, aber ne? Macht man nichts mehr als nur rumzuspielen. Die Vorwärtsbewegung jetzt. Sie kommen nicht durch. Gut verteidigt und die Chance ist vorbei. Gabriel Jesus. Ball ist bei Rashford. Sehr gut. Ich stehe auch nicht immer. Es sah so aus, als kämen sie durch, aber jetzt ist der Ball weg. Geht er volles Risiko rein mit seinem Tackling und hat alles richtig gemacht. Der Pfiff bleibt aus. Rashford. Rashford, Ballverlust. Da sehen wir, wie dribbelstark er ist. Ist das der Anschlusstreffer? Gut abgeblockt. Selbst wenn, hätte er nichts mehr gebracht. Sie den Ball gerade noch ab. Und nun tut sich hier nichts mehr. Schlusspfiff in diesem Spiel. Das ist den Arsch. Okay, ne, ich dachte noch eine Runde. Ne, du hast gesagt, du spielst nicht mehr, wenn du verlierst. Hast du gewonnen.